Ja, bald ist ja auch Winterpause, ne? Oh, du bist wieder für die Nationalmannschaft abgestellt, Ja, zusammen mit juckt Max nicht. Meyer gegen Schweden und Griechenland. Es. Ne? Heute dürfen wir Sie aus der verregneten Hallo meine Volkswagen-Arena Freunde, begrüßen. herzlich willkommen Schön, zu einer dass Sie weiteren Folge zu Hause mit FIFA dabei sind. Karriere Mein mit Name dabei ist der Wolf Matze. Fuß und neben mir Hi. ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Heute Und spielen heute wir geht es bei uns VfB um ein Spiel Wolfsburg aus der gegen Bundesliga. FC Wolfsburg Köln. gegen 1. FC Das Köln. hat er im Hintergrund auch Ein gerade interessantes gesagt. Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute Wenn euch das zeigen Video gefällt, wollen dann und sich lasst bitte zeigen ein Like und müssen. ein Abo Bleib da. einfach stehen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Wer? Du, die machen dann komplette Verteidigung und du stehst einfach nur angewurzelt da. Ne? Und da ist der Ball wieder weg. Spiel früher ab, Digga. Ja. Es war alles frei eigentlich. Wir fahren Fußball. Leandro Volkswagen. Trossard. Das Ja, jetzt gut Auto. dazwischen. Spielt sogar einer bei VfL Das Wolfsburg, der sieht jetzt in der durchaus echten vielversprechend Nationalmannschaft aus. ist, ne? Na? Eldi, wie ist es denn zu fassen? Nur ist gerade so aufgefallen, dass ich unten hingeguckt habe. Die Ecke kommt. Kann Das er klingt was draus machen? Lebaku spielt. Ich glaube auch in echt. Nicht nur mit FIFA. Also in der Ja, vielleicht FIFA-Karriere. kommt jetzt was. Könnte die Führung Boah, bedeuten. was war das Der Torwart denn? ist da, Ein hängt den Torwart, der zum am Ball Ball war, würde ich und sagen. bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rückhalt. Jetzt zieht er in die Mitte. Hätte ich zwar fast den Pack, nur den Ball ins Jetzt wieder Stolpern bringt, aber Ballbesitz ihn für dann trotzdem Wolfsburg. Ich finde keiner es gut, von den. Rot-Grün ist sehr übersichtlich. Ja. Müssen nur noch ein gelber Schiri Leandro rumlaufen, ne? Trossard. Dann haben wir die Ampel. Das könnte eine Gelegenheit Aber werden. er ist blau, schade. Hereingabe in die Mitte. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Besser als andere Spiele, die wir hatten, ne? Mit gleichfarbigen Keepern oder fast gleichfarbigen Trikots und so, ne? Der 1. FC Ist Köln Erster. will Deswegen ist es ordentlich. ja auch der erste FC, weil wir Erster in der Tabelle Die sind. Chance. Ne? Und damit haben wir das erste Tor dieser Hm? Partie. Weißt du, wie ich meine Mutter eingespeichert habe? Ja, hast du mir vorhin gezeigt. Meine komische Mutter. Ich Sie hat habe aber aber auch gesagt, du hättest Interview, sie als doofe Kuh da einspeichern können. Das setzt er fand ich sich witzig. durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Er passt ihn auf den Flügel. Charles Aranguiz. Wo ist meine Cola? Weiß nicht, wo du Im die gelassen Freistoß hast. für die Wölfe. Die habe ich dir Sehr doch gut. gegeben. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht Ist die auf die Frage, wo du die Spieler gelassen ein. hast. Sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz Oh genau nee, Bescheid und Digga. ist sich der Ne? Konsequenzen bewusst. Keine Ahnung, wo du die so hingestellt hast. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Ja, die Frage ist, packt er den Tore-Rekord? Im Augenblick würde ich sagen, der macht, was er will. Der trifft. Da müssen Sie aufpassen. Er kann flanken. Gut Hast du mich aufgepasst gerade und schon gut getroffen? verteidigt. Früh wird er jetzt gestört. Ja, aber ein paar Ping-Pong. Ah, das sieht gut aus. Raúl Petretta. Kein besonders guter Abschluss. Das muss der Ist Ausgleich er aber bringen. nicht. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor Ja. geht. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Ja. Die Ecke ist die Chance auf den Ausgleich. Ecke kommt in den 16er. Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter.
Ja, so macht man es nicht, ne? Was? Ich meine, mit dem Ball annehmen und so. Weil weitergeben, der ist ja einfach beim Gegenspieler gelandet. So, Freistoß Köln. Ja, mein der Mitspieler, wo er den Ball angefragt hat, war wieder bei Wolfsburg. Na? Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt's ja mittlerweile Mittel. Ja, können wir diesen Spruch bitte aus FIFA löschen? Der geht mir langsam auf den Sack. Ja? Dem Rasen macht nichts aus. Da gibt's ja moderne Techniken. Jedes Mal, wenn es regnet, sagt der Typ das einmal, mindestens. Na? Ganz alleine macht er das, schraubt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Könnte jetzt was werden. Sieht aber nicht so aus. Klasse Aktion, Ball ist weg. Da oben, der fordert den Ball. Ja, hast Bock gleich wieder mit Rentner Flick zu spielen als Trainer. Auf jeden Fall. Wo ist doch ganz schon wieder abgestellt, da ist das Spiel doch in ein, zwei Wochen wieder. Na? Das eine, was du wahrscheinlich wieder mitmachst. Was war das für ein Pussy-Schuss? Na? Er holt sich vorne den Ball. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Leandro Trossard. Gela Vogi. Was macht er drauf? Da erobert er den Ball. Ganz energisch. So, die Chance jetzt. Und da hat er den Dreierpass. Ist der heute gut drauf? Na, war schon cool, irgendwie das so. Vor allem, weil man fast gedacht hat, er geht vorbei und dann rollt er so richtig komisch rein, ne? Ne? Guck mal. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. Mhm. Ich hab's ja eben schon gesehen. Ja, da. Ich dachte, er geht vorbei und dann rollt er auf einmal rein, ne? Okay. Der Regenbogenflagge auf seinem Trikot? Ja, guck, so richtig komisch ist der auch reingeflogen, ne? Ja. Du bist trotzdem ein Tor. Ja, ist natürlich ein Tor. Na, aber halt so ein Tor, was man nicht so häufig sieht, weil, ne? Der Torwart es nicht immer so schafft, den Ball so scheiße abzuwehren, sagen wir es mal so, ne? Okay, das war jetzt eine verschenkte Chance, dass du den Zweikampf gewonnen hast. Gut gemacht, der Ball ist erstmal. Und das war ein verschenkter Versuch. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Hat nichts draus gemacht, aber so wie die eben abgenommen haben, war es wirklich verschenkte Chance. Schöner Pass, jetzt wieder. Was war das denn, Digga? Warum? Du bist ja nicht da, nach da gegangen. Nach rechts ist er einfach gelaufen. Genau. Wollt ihr das nicht mal? Oh, egal, du hast eh schon den Dreier gepackt. Guck mal, hast du sogar ganz viele positive Punkte. Du hast 25 Saisontore. Klasse. Daran müssen sie jetzt anknüpfen. Und damit ist der Ball weg. Wir können es jetzt auch so sagen, ne? Heute Volkswagen besiegen, morgen wieder Volkswagen auf der Brust. Ne? Also. Na, vom Farbsponsor von VW Wolfsburg ist doch Volkswagen. Und wenn du wieder für die Nationalmannschaft spielst, ist doch auch der Hauptsponsor Volkswagen. Ne? Das meine ich. Ne? Elvis Retschbekai. Ne? Heute Volkswagen besiegen, morgen oder übermorgen, wann auch immer das nächste Nationalmannschaftsspiel ist, wieder Volkswagen auf der Brust. Ne? Den klärt er. Sie werden hier wechseln. Der hat fast schon wieder rausgehauen mit seinem Annahmekick. Da können Sie erstmal klären. Buschi, der VfL Wolfsburg scheint einen Transfer vorzubereiten. Zumindest haben wir von ersten Zahlen gehört. Richtig, aber wirklich fix ist das. Und was interessiert mich das jetzt? Ob die einen Transfer vorbereiten oder so? Auf. Ballverlust.
Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jo, eigentlich haben wir hier zwei in etwa gleich starke Mannschaften, aber wie das so ist im Fußball, der aktuelle Spielstand spricht eine andere Sprache. In der Tat, Wolf, du musst deine Chancen eben nutzen, ansonsten kann das ganz schnell gehen. Einwurf. Oh, Bittencourt ist wieder da. Lass mal hier auf, wenn er den Namen sagt. Gelavogi. Sie verlieren den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für den VfL Wolfsburg. Dann geht es auswärts gegen den FC Schalke. Und natürlich kommentieren wir das Spiel ebenfalls für Sie. Was macht er draus? Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Hochinteressant. Da wird gerade wieder ausgewechselt. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Und wie geht es für den 1. FC Köln weiter, Buschi? Es geht gegen Leipzig im nächsten Bundesligaspiel. Eine ziemlich ausgeglichene Angelegenheit. Schuss kommt nicht durch. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Weiß ich nicht, ob Wolfsburg wirklich noch eine Gelegenheit bekommt oder ob Leon Koch mit seinem Dreierpack einmal das ganze Spiel besiegelt hat. Die Keine Gelegenheit Ahnung. Für die Flanke. Ne? Sauberes Tackling von ihm. Ob Leon Koch jetzt einfach den 1. FC Köln zu einem Hoch verhilft, wo sie einfach die Bundesliga gewinnen und danach stürzen wieder komplett ab, wenn er wieder weggeht oder so, ne? Ne? Jetzt vielleicht. Der Pass, nix zu Ist ja auch noch am vierten Tor beteiligt. Wetten, du machst dein erstes Saisontor, Kapitän. Sie bauen den Vorsprung hier weiter aus. Ein ganz starker Auftritt der Mannschaft. Es war sowas von klar, es ist sein erstes Tor. Obwohl er der fucking Kapitän aktuell ist, ne? Auch nicht für Kosmetik über den. Ja, wir haben noch 15 Minuten, da kann ich mir noch in Ruhe schminken gehen. Ne? Anspiel gut. Jetzt können sie vielleicht kontern. Nein, bitte nicht, sagt jetzt der Wolfsburg. Wir haben so schon aufs Maul bekommen. Wir müssen nicht doch mehr Minus-Tore haben. Gefährlich jetzt. Schön, wie sie diesen Konter spielen. Und fast wird das Ganze dann ja auch mit einem Tor belohnt. Ein Konter wie aus dem Lehrbuch. Super. Naja, bloß, dass das Lehrbuch auch noch das Tor mit vorgesehen hat, bestimmt, ne? Hm. Kein Jubel, kein Gesang, nichts kommt mehr von den Rängen. Man hört im Hintergrund die Leute jubeln und die sagen kein Jubel, kein Gesang. Hä? Ne? Die Unterstützung der Anhänger, das könnte die Spieler noch mal pushen. Hä, was labern die da? Ich höre doch im Hintergrund die Stadionatmosphäre. Ne? Er setzt sich durch. Und das war ganz normal Jubel und so. Ne? Der ist komplett misslungen. Aber wie schlecht. Den hast du vorbeigeschossen, würde ich sagen. Da wird er noch, guck mal, da klatscht er sich eins, weil er doch so geklatscht, wenn du nicht getroffen hast. Oh, ich wollte sagen, der hat dir eine Klatschnummer, hat er so gemacht. Ne? Einfach nur, weil du nicht getroffen hast. Der freut sich eins deswegen. Jetzt warten hier beide Teams auf den Abpfiff. Ich warte eigentlich auf das 5 zu 0. Und wir sehen einen verdienten Sieger. Ich warte eigentlich auf das 5 zu 0. Ich warte nicht auf den Abpfiff, sag ich. Jetzt hat er den Ball.
Da wollten die Fans einen Elfmeter. Ja, obwohl es jetzt kein Jubel, kein Gesang. Die haben gerade gemacht. Und richtig gestöhnt. Ne? Verstehe ich immer noch nicht, was der Kommentar sollte. Man hört die ganze Stadionatmosphäre und die erzählen was von keinem Gesang. Und Jubel. Oh, jetzt werden sie wechseln. Das Amar. Tay. Birger Verstrate. Der Ballverlust. Kann er was draus machen? Nein, kann er bestimmt nicht. Klasse Pass! Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Nee. Oh. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Okay, 2 Sekunden in der Aufnahme geführt. Na? Gut verteidigt hier. Könnte den Konter geben. Mann! Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste haben heute also gewonnen. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende du kriegst den Ball, sei froh. Du hast den Ball geschenkt bekommen, das ist doch wichtig. Na? Hm. Kannst du zu Hause in deine Sammlung packen, neben deinen ganzen anderen Bällen, die du wahrscheinlich schon bekommen hast. Ja, kriegst mal wieder ein paar Boni, weil du 20 Spiele abgeschlossen hast. Du liest die Situation in dieser Season wirklich hervorragend. Der Schusspräzision gehört in dieser Season zur absoluten Spitze und ja, 25 Saisontore hatte ich ja schon gesagt. Du musst deine Präzision verbessern. Du triffst in dieser Saison einfach zu selten. Du hast nur 25 Tore, du triffst zu selten. Nee, die treffe tue ich oft genug. Es reicht auch, wie oft ich treffe. Aber das Problem ist halt einfach, meine Schüsse aufs Tor sind zu wenig. Hm. Also sind viel doppelt so viel, wie ich Tore schieße. Und das ja, ist ja, du hattest 6 aufs Tor und nur 3 Tore eben. Ja, ja. Und noch mal gerade vier eben hatte ich 10 Schüsse. Ja, aber 6 direkt aufs Tor. Und, ne? Also 6 direkt aufs Tor. Also, ne? Die anderen 4 waren ja sogar vorbei, ne?